Yes. Roger, hier nochmal. Einen wunderbaren guten Morgen. Ich freue mich sehr. Man ist natürlich als Kabarettist, wenn es um eine Startbierrede geht, nicht erst seit Weihnachten, aber wenn auch dann die Tage runtergezählt werden, sondern eigentlich schon ein gutes Stück vorher, also viele, viele Monate vorher, gibt es daheim schon so einen Ordner, wo Themen, nein, komm mal, ja, München und Bayern, die Welt. Und diese Startbierrede ist die erste, die es gibt beim Startbier, glaube ich, sagen zu dürfen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch auf die Kollegen, die auf der Bühne sind. Ganz viele kenne ich ja. Der Merkmeister war schon oft auf der Bühne, der moderiert. Dann die Kapelle Josef Menzel, die ganz großartig ist. Und ja, jetzt kann ich jeden Einzelnen aufzeigen, aber alle anderen, auch die Christine Eichsenberger, eine Dame auf der Bühne, wobei Dame ist nicht, ja. Aber Dame ist Quacks. Ein Quacks, auf das ich mich sehr freue. Themen gibt es sehr, sehr viele, aber trotzdem keine Angst, die wird jetzt keine 4,5 Stunden dauern. Ich bin ja ein Meister der Streichungen. Die Stimmung ist immer grandios im Löwenbräukeller, das muss ich echt sagen, wenn ich da an meinem Maskrug stehe. Und allerdings muss ich dieses Jahr sagen, viel zum Kritisieren gibt es nicht, weil es läuft alles wahnsinnig gut. In der Stadt, in Bayern, in Deutschland. Dieter Reiter ist stark wie nie. Bayerischer Ministerpräsident muss jetzt schon bis nach Moskau fahren, bis er einen Oberbürgermeister findet, der ihm ins Gesicht sagt, schön, dass du da bist. Das war früher anders. CSU hat einen kleinen Dämpfer erlitten, aber nicht in München. CSU war zum letzten Mal in Wildbad Kreuz, ist übrigens keine satirische Überhebung, die müssen raus. Können sie sich nicht mehr leisten, weil die Wittelsbacher, denen das gehört, draußen, die haben die Miete erhöht um das Siebenfache. Und wenn man sagen, Mitleid hat die CSU keins verdient, das kommt davor, wenn man jahrzehntelang sagt, ich pfeife auf die Mietpreisbremse. Das ist natürlich auch nicht so gut. Sehr erstaunt haben mich als Kabarettisten natürlich die Umfragen. Es gibt ja im Moment Umfragen, seien sie für oder gegen Flüchtlinge, seien sie für oder gegen die Märkte, seien sie für oder gegen, wahrscheinlich kommt es auch noch, seien sie für oder gegen Starkbier. Und es ist rausgekommen bei Umfragen, 70% der Bayern sind für den Flüchtlingskurs von Seehofer. Die haben sich gefreut, aber es hat leider noch mehrere Umfragen gegeben. 70% der Bayern glauben auch, wir schaffen das. Und 70% der Bayern haben keine Zeit für Umfragen, weil sie sich um Flüchtlinge kümmern. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Entweder wächst die Bevölkerung Bayerns auf 210% oder es menschelt einfach bei den Bayern und die sagen, wir sind wahnsinnig hilfsbereit, aber gleichzeitig haben wir eine Höllenangst vor dem Söder. Die AfD, ich meine, lustig ist das nicht, ja. Die AfD fordert den Schießbefehl, es ist eine der schlechtesten Ausreden des Jahrhunderts gewesen von der Frau von Storch, die dann gesagt hat, ich bin auf der Maus ausgerutscht. In Bayern, wir kennen das, das hat der Franz Josef Strauß auch schon mal gesagt, der ist auch schon mal auf der Maus ausgerutscht, aber das war nicht hier, das war in New York und die hat ihm dann auch noch Brieftasche geklaut. Wir Münchner sind gesund. Ebola gibt es nicht in München, Vogelgrippe nicht. Jetzt kommt Zika, höchst gefährlich, kann uns aber auch nichts anhaben. Die Münchner Ärzte sagen, die meisten gewamperten Münchner, die kommen wegen Zumba ins Krankenhaus. Eines jetzt für die Geschichtsschreiber unter Ihnen. Ich bin sehr froh, dass es nicht in einem Zelt stattfindet, sondern in einem Haus. Weil es durchaus sein kann, wenn die politische Entwicklung so weitergeht, gegen Multikulti, dass die Bierzelte in Bayern abgeschafft werden. Und das ist auch kein Spaß. Es gab vor 1810 in Bayern kein Bierzelt. Da habe ich schon Archivare drauf angesetzt. Es hat Bierbuden gegeben, die waren aus Holz. Und oft ist aber auch Wein ausgeschenkt worden, sogar in München. Das erste Bierzelt, das es gab, war 1810, das war die Hochzeit von König Ludwig, die Entstehung der Wiesen. Und da ist das Königspaar eingezogen und da gibt es natürlich keine Twitter- oder Facebook-Aufnahmen, sondern Holzstiche. Und da wird über der Kutsche des Königspaares ein Zelt getragen. Und an diesen Stangen sind Halbmonde befestigt. Das ist uns bisher nicht weiters aufgefallen und sie werden uns alle jetzt einen Schmack, aber es ist wirklich wahr. Dieses... Komm her. Ja.
Und dieses Zelt, das da über dem Königspaar getragen worden ist, und diese Stangen haben deswegen einen Halbmond, das ist ein türkisches Beutezelt von der Schlacht Türken vor Wien, als Bayern um Hilfe gerufen worden ist, 1683. Dann haben sie sich die Beute aufgeteilt. Es war ja, wir haben damals die Österreicher gerettet, ob man das heute noch machen darf, weiß ich nicht. Und Polen waren auch dabei, dann hat man sich die Beute aufgeteilt. Die bösen Stimmen sagen, die Polen haben die Autos genommen, die Bayern das Zelt. Wir haben auf jeden Fall seither ein türkisches Zelt. Und dieses Zelt ist dann nach ein paar Runden aufgestellt worden auf der Wiesn und da ist Bier ausgeschenkt worden. Das erste Zelt in Bayern, das ist gar wo Bier ausgestellt worden. Es ist ein türkisches Zelt, ein Beutezelt. Und bis heute hat sich diese Tradition erhalten. Und wenn der Seehofer heute die erste Mast vom Münchner Oberbürgermeister kriegt, dann letztlich ist das eine alte türkische Tradition. Bloß gesagt, hat sie auch noch nicht mehr. Ich bin, das ist jetzt Stil, die Erzählung kann schmal, das darf man ja auch ein bisschen geschichtlich hier. Ja. Was Ozapft wirklich heißt, das weiß kein Mensch. Ich nehme an, es ist ostanatolisch und heißt übersetzt, was der Hammel pinkelt, hat keinen Schaum und wird jedes Jahr teurer. Ein bisschen habe ich Angst in München, es läuft eigentlich als wirklich sehr, sehr gut. Nein, was muss man ja sagen, für uns Kabarettisten ist es wirklich eine merkwürdige Zeit. Früher, wenn wir was gegen den Papst gesagt haben, und das, da bin ich ja selber betroffen gewesen, da waren wir blasphemisch und Prozesse sind uns angedreht worden. Heute, wenn wir einen Papst auch nur zitieren, wenn der Papst zum Beispiel sagt, alle sind für alle verantwortlich, wir müssen einander helfen, dann heißt es bloß, was redet denn hier schon wieder für einen Schmarrn daher? Und der Scheuer schreit, dass wir seine Leitkultur zerstören. Solche Zeiten sind gekommen, dass man als CSU und in der bayerischen Staatspolitik nicht mehr auf den Papst hört. Der Seehofer, das ist der einzige Schwachpunkt im Moment im Mann, ist wahnsinnig, also er ist ein Mensch, der alle lieb hat. Im Moment ist er sauer auf den Peter Dreyer. Kennen Sie ja, der Mann, der da Landshuter Landrat. Der Peter Dreyer hätte nämlich nicht die Flüchtlinge aus Landshut mit einem Bus nach Berlin fahren sollen. Es war anscheinend schlechte Handyverbindung, sondern der Peter Dreyer hat auf Anweisung von Horst Seehofer die Angela Merkel mit einer König-Ludwig-Kutsche nach Berg am Starnberger See fahren sollen. Aber so ist es halt, wenn man Funklöcher hat. 28.000 Sozialwohnungen lässt der Seehofer bauen. Das ist gut, das brauchen wir in München auch. In den nächsten 4 Jahren. Das heißt also 7.000 Sozialwohnungen im Jahr. Für Flüchtlinge, für Arme aber auch. 50.000 brauchen wir, sagt der Landrat der CSU. Der Schulminister Spendl ist begeistert und sagt, das ist super. Er weiß zwar jetzt nicht aus dem Kopf, was 7.000 minus 50.000 ist, aber wenn seine Frau noch bei ihm im Landtag arbeiten würde, dann kann das ausrechnen. Das Einzige, das wollte ich vorher schon sagen, was mich wahnsinnig ärgert, Sie wissen, ich habe das ja immer wieder erzählt, ich kann nicht Radl fahren. Das ist wirklich wahr. Ich habe nie ein Radl gehabt als Kind, habe es viel spät gekriegt und habe nicht gescheit Radl fahren können, deswegen bin ich kein Radl-Fan. Aber was jetzt passiert, das ärgert mich wirklich, dass die Grünen München zur fußgängerfreien Zone erklären wollen. Radl fahren am Münchner Marienplatz soll jetzt auch die Radlschneise immer breiter und breiter werden. Da bin ich nicht dafür, denn das heißt nichts anderes als Fußgänger Obacht geben oder zuletzt dann Fußgänger raus. Ich erwarte, dass wenn die grüne Politik in München so weitergeht, dass es in München schon noch Fußgänger geben wird. Das ist erlaubt, aber nur noch in Fußzonen. Da ist eine in Plasing, eine in der Allianz Arena und auf der A9 zwischen Friedmanning und Garching Süd am Freitagnachmittag. Das ist das Einzige, wogegen ich bin in dieser Stadt, dass es mehr Radlfahrer wie Fußgänger gibt. Aber das ist eine sehr persönliche Geschichte, die hat nichts mit der Politik zu tun. Außerdem halte ich nach dem Starkbier zu Fuß gehen für gesünder als mit dem Radfahren. Das war's von mir. Die ganze Rede, die ganz anders werden wird, hören Sie nächste Woche. Ja, vielen Dank, lieber Christian.